Tag wird ziemlich hart werden. Was heißt das für mich? Erstens, starte niemals eine eigene Modemarke. Das ist ja keine Mode mehr heutzutage. Es war Sandra Lambeck da, es war Marvin Magnificent da, Anuti da und meine Freundin Kim Gloss Dipkowski. Einzigartig, wirklich, wirklich toll. Wow, wirklich der beste Abend der Fashion Week. Habt ihr euch Simon mal angeguckt? Neben dem sehe ich aus wie eine dicke Wurst. Ich kannte ein paar Models und wollte denen Hallo sagen. Hab früher zusammen mit denen gearbeitet. Und dann sind wir Backstage gegangen, damit ich meine Freunde begrüßen kann. Und haben dort Marcel getroffen. Sorry, wir sind leider schon ein bisschen früh. Hi. Können wir vielleicht ein Foto mit dir machen? Ja, klar. Das wäre super. Mit Selfie? Ja, ja, gerne. Super. Also Simon und ich sind einmal in unserem Leben zu früh gekommen und haben uns so ein bisschen reingesneakt schon in die Show. Und Marcel war super und hat uns gleich alles gezeigt und sich mit uns unterhalten. Und es war echt geil. Ja, das ist die neue Kollektion und wir sind mit der Männerkollektion auch wieder am Start. Das heißt, wir haben 10 Looks, die wir präsentieren. Und es ist wirklich sehr androgyn auch teilweise gestaltet. Und es holt die Frauenkollektion quasi mit in die Männerkollektion. Und ich finde es sehr spannend, weil man ja einfach auch diesen Unisex-Look heutzutage ganz gut kombinieren kann. Und wir haben eine Message dahinter auch. Das ist was Politisches. Oh wow, welche Message? Ja, wir müssen immer noch für Toleranz kämpfen und einfach auch für Gleichheit. Und dafür hat Mode natürlich auch eine große Plattform. Und ja, das will ich nützen. Ist das deine erste Männerkollektion jetzt wieder? Oder? Die erste seit 12 Jahren. Seit 12 Jahren? Ich kenne ja den Stress vor so einer Fashion-Show. Und Marcel hatte echt viel Zeit für uns, was ich nicht erwartet hätte, denn ich kenne das sonst ganz, ganz anders. Bist du dann eigentlich noch aufgeregt vorher, vor so einer Show? Ich bin schon sehr routiniert, muss ich sagen. Das ist heute, glaube ich, meine 23. Show. Hier in die 23. in Deutschland und die 6. dann in New York im September. Also bin ich alter Showhase schon. Wow. Und, aber trotzdem, wenn die Musik losgeht und das erste Model rausläuft, dann fängt meine Pumpe an, so richtig zum... Ja, schlagen. Ja, hier ist ja ganz schön, ganz schön hektisch laut. Hier wir können gerne noch unter dem Pavillon gehen, uns da noch ein bisschen unterhalten. Oh ja, erzählen wir noch ein bisschen mehr drüber. Ja. Cool. Ich habe noch eine andere spannende Frage. Ja. Ich habe bei einer anderen Designerin in Berlin mal ein Praktikum gemacht, Marina Hörmann-Seder. Ja. Und ich habe da sehr viel mitbekommen, dass es auch in Berlin gerade auf der Fashion Week sehr viel Konkurrenzkampf gibt. Ist das für dich so, dass du Leute hast, die so auf der Berliner Fashion Week deine Konkurrenten sind? Oder siehst du das völlig für dich alleine, dass das dich gar nicht interessiert? Ich finde schon, dass ich in Berlin eine Monopole-Position habe in dem, was ich tue. Weil natürlich gibt es andere Labels auch. Ich finde die auch mega spannend und ich unterstütze sie sogar und komme zu ihren Shows. Also ich sehe das nicht als Kampf mit denen. Also ich bin immer offen und ich komme eigentlich mit jedem ins Gespräch. Und ich denke, das hat vielleicht auch mit meiner Mama zu tun, weil ich einfach von der so erzogen worden bin, dass man auf alle Menschen offen zugeht und sich auch wirklich mit jedem Menschen unterhalten kann und auch netzwerken kann. Und das hat mir überall geholfen. Wie entspannst du danach oder was ist danach? Bei mir ist vor der Show und während der Show, nach der Show und ich habe auch noch eine Aftershow-Party danach. Das heißt, morgen der Tag wird ziemlich hart werden. Und es geht natürlich schon in die Vorbereitung für New York. Das heißt, es geht eins nach dem anderen weiter und ich habe erst wieder Mitte August frei. Bis dahin arbeite ich durch. Wow. Was heißt das für mich? Erstens, starte niemals eine eigene Modemarke. Und zweitens, du musst hart arbeiten, um an dein Ziel zu kommen. Ich freue mich auf die Aftershow-Party mit euch, oder? Ja, danke, dass du dir die Zeit genommen hast für uns. Ja. Danke dir. Sehr gerne. Ich glaube, ich habe Farina gespottet. Dann habe ich Anutida gespottet. Hello again. Ich würde sagen, ich bin vielleicht einfach schon ein bisschen länger in Berlin unterwegs und ich kenne viele ja auch schon persönlich. Es war Sandra Lambeck da, es war Marvin Magnificent da, Anuti da und meine Freundin Kim Gloss Dipkowski. Und? Wie sieht's aus? Freut ihr euch auf die Show? Ja, und du? Mega. Auch. Ich bin sehr gespannt. Es gibt ja auch wohl heute eine Premiere. Wirklich? Ja. Was denn? Männer. Ja. Also ja. Schön für meinen Freund gleich auch mitgucken hier. Für Outfits und dein so. Kleines Outfit musst du da? Ja, schön. So eine Fashion Week und auch gerade eine Fashion Show ist natürlich immer auch eine Möglichkeit, viele alte Bekannte und auch neue Bekannte, neue Freunde kennenzulernen. Danke. Eins muss dabei sein. Ja, ja, ja. Es gibt FaceTune. Viel Spaß. Dankeschön. Viel Spaß dir. Danke dir.
Wie geht's dir? Wie geht's dir? Ja, gut siehst du. Ja, thank you. Yeah. Ich habe meine liebe Freundin Sandra getroffen, Sandra Lambeck. Ich wohne jetzt in Mitte. Ja, macht ja nichts. Ja, ist doch gut. Ist doch gut. Ja. Sehen wir es doch trotzdem. Sag mal Bescheid. Ja, safe. Damit wir mal was machen können. Hallo, auf jeden Fall. Ja. Wie wir schon beide hier sind. Ja. Warst du jetzt in London Haare machen? Immer, Schatz. Nächsten Monat, also diesen Monat. Nächsten Monat wieder. Ja. Meine Schwester ist heute morgen früh zu mir gekommen und musste mir Wig waschen. Ich habe eigentlich alle gehört, irgendwas zu machen. Warum? Ich war auch von gestern. Ja, okay. Ja, Sandra ist halt eine Erscheinung. So, also wenn ich mir orangene Haare auf den Kopf setzen würde, es wäre halt nicht ich. Aber es ist halt Sandra, es passt zu ihr, sieht gut aus. Ist nicht mehr wie früher, ich habe die gute Zeit noch miterlebt und jetzt wechselt das mal. Dann musst du jeden Tag musst du Fashion News gucken. Das ist ja keine Mode mehr heutzutage, weißt du, oder nicht mehr. Innerhalb von 3 Jahren oder 2 Jahren ist wieder ein neuer Modeschöpfer da. Dann weißt du nicht wer und so, die sind ja alle aussetzbar. Dann ist ja fast kein original Modeschöpfer mehr. Ja, das stimmt. Ist eigentlich nur Marketing und wie viel Taschen. Du verkaufst und so weiter. Also ja, so. Ja. Salut, Schatz. Salut. Immer toll aussehen. Hallo, wir kennen uns auch. Ach, tust du die so festmachen? Das ist ja schon. Wie so ein Autounfall. Die eine hat das so eine solche, diese Aussehen. Kennst du es, wenn Frauen zu viel machen und dann schauen die einfach aus wie Transen? In der Front Row zu sitzen ist schon ziemlich geil. Man hat den besten Blick, man sieht die ganzen Outfits. Super. Du musst einfach nur mit einer Attitude da irgendwie hingehen und so. Und dann, ganz ehrlich, was will so eine Sieterin machen? Also. Auf der Show waren definitiv die Male Models. Ich meine, ich habe mich in jedes, wirklich jedes Male Model verliebt. Einzigartig, wirklich, wirklich toll. Das Ziel bedeutet, auch eine Message zu verbreiten und wir kämpfen immer noch weltweit um Toleranz, weil wir einfach immer noch für Gleichheit kämpfen müssen. Wir alle sind eigentlich gleich, nur das verstehen viele nicht. Hallöchen. Hallo. Na? Ich habe Farina nach der Show angesprochen, weil ich glaube, dass sie eine sehr witzige Person ist und ich wollte sie gerne mal live erleben und ein bisschen mit ihr quatschen. Ich wollte dich mal fragen, wie du die Show so fandest. Ja, war super nett und die Location natürlich auch, ja, Hammer. Auch mit den Möbeln. Ja, ich dachte am Anfang, so, gehört das dazu oder nicht? Ich dachte, das ist die Soundanlage, aber nein, das waren echte Möbel. Und dann irgendwann, oh fuck, hoffentlich. Ja, eher keine. Oder die hier langlaufen. So, das ja. Das, naja, bringt ja Glück, aber ist ja egal. Okay. Von Matchy. Ja, Matchy, stimmt. Cool. Das war richtig süß. Ich habe mich richtig berührt, das zu hören, als er da gesprochen hat und als letztes noch die Mutter erwähnt hat. Ja. Und was macht ihr jetzt noch? Zu einem Dinner gehen, Abendessen. Genau. Und vielleicht heute Abend noch ein bisschen tanzen. Ja. Vielleicht, ich dachte, es wäre safe. Achso. Wir tanzen heute auf jeden Fall. Dann gehen wir heute noch ein bisschen Party machen. So, das haben wir aber jetzt. Schwuppdiwupp. Super, danke, Schatz. Danke. Dann sehen wir uns morgen auf alle Fälle. Ciao. Tschüssi, kommst du noch. Wow, wirklich der beste Abend der Fashion Week. Wir wollten nichts von Fashion Future verpassen. Dann abonniert unseren Kanal.